Ich habe heute ein großes Thema mitgebracht. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, das Bundesministerium für Inneres in Berlin drei Kameras im großen Fern- und S-Bahnhof installieren werden, womit alle Personen durchgescannt werden sollen. Auch mit Gesicht und alles. Dazu gibt es Testpersonen. Das sind so an die 250 bis 300 Stück. Die genaue Zahl wurde jetzt nicht genannt. Die haben ihren Namen und zwei Fotos von ihrem Gesicht machen lassen. Und dieses wurde abgespeichert. Und die sollen jetzt so die Tage, das sind meistens so Pendler, die ständig im Bahnhof sind, die sollen jetzt so die Tage da so mal durchlaufen. Auch im Sommer mit Sonnenbrille, im Winter mit Schal und Mütze und alles. Und da wird die Polizei gucken, ob diese Kameras und die Technik, die dahinter steckt, Menschen erkennen kann. Also vom Gesicht her filmen kann und dann einen Namen zuordnen kann. Das wollen die, um die Terrorattacke zu verhindern. Wir sehen das so. Grundsätzlich ist es gut, dass man wieder Videoüberwachung hat. Nicht flächendeckend, sondern an bestimmten Orten, wo man sich so, wo so die Kriminalität da ist. Jetzt zum Beispiel, man sieht ja an den jüngsten Ereignissen ständig bei verschiedenen S-Bahnhöfen und sonstiges, wo die Kriminalität da ist. Da ist es vielleicht gut. Nur das mit Gesichter abspeichern. Also ich persönlich kann es mir jetzt so vorstellen, die wollen von jedem, der hier in Deutschland einen Personalausweis hat, einen Reisepass oder eine Aufenthaltsgenehmigung, wo ein Bild ist oder sowas wie ein Führerschein oder so, wo ein Bild ist und die auf diese Bilder zugreifen und jeden Menschen erkennen können. Da sind wir bald dann irgendwo. Also das mit dem Datenschutz, das klappt vielleicht noch nicht so ganz. Also Videoüberwachung ist super, solange die Daten dann so 48 Stunden da sind und dann weg sind für immer am besten. Die ist gut. An bestimmten Orten. Nur mit gleich direkt Gesicht erkennen und dazu gleich am besten Namen, Wohnort und alles Mögliche haben, das ist so ein kleines Problem mit dem Datenschutz vielleicht. Vielleicht könnt ihr mir ja dazu eure Meinung sagen. Ich interessiere mich sehr für die. Deswegen sehen wir uns sonst auch nächste Woche Donnerstag wieder. Tschüss!